jemanden in der Notsituation über den Tisch ziehen. Das ist jetzt hier wirklich ein Wucher, wie es im Buch steht. Wie es im Lehrbuch fürs Erstsemester steht. Die Jura-Studenten. Grüße gehen raus. Ich bin keiner. Sprechen. Wie läuft's mit deiner Aufgabe, Kleine? Gut läuft's. Ich habe eine Batterie. Da brauche ich hoffentlich nur eine von. Geh zum Markt, rede mit mir um Batterien zu. Ich musste mit ihr reden oder was? Ich habe eine gekauft für ganz viel Geld. Du willst mich doch verarschen, Spiel. Jetzt muss ich das mit ihr reden, bereden und muss dann extra noch eine kaufen. Wie bei der einen Quest mit dem Reisdingens. Konnte ich auch so einfach nicht. Das hat ja nicht gezählt, die ich schon im Inventar hatte. Kann ich die vielleicht für den Marktpreis wieder verkaufen? Wahrscheinlich nicht. 518 hat es gekostet. Mal schauen, ob ich die Batterie jetzt wieder für 20 Euro verkaufen kann. Ist das. Ja. Mit ihr reden müssen wir. Okay. Brauchst du etwas? Ein paar Batterien, bitte. Noch etwas? Das ist alles, danke. Nicht so schnell. Stimmt etwas nicht? Du scheinst unser Produkt wirklich dringend zu brauchen. Das wird nicht billig. Sag ich doch, Wucher. Der typische Wucher. Ich habe genug Geld dabei. Lüg nicht. Du bist pleite. Wir wollen dein Geld nicht. Nein? Nein, wir wollen, dass du etwas für uns tust. Jetzt werde ich, oder dann werde ich jetzt auch wieder als Dienstbrot ausgenutzt. Lässt sich so leicht ausnutzen, die Kuba. Das ist die Tragik hier von dem Spiel. Was denn? Wir haben gesehen, dass du dein Boot umgebaut hast. Nimm diese Kiste, fahr weit aufs Meer hinaus und wirf sie in den tiefsten Graben, den du finden kannst. Schmugglerware? Oder was? Kiste? Haben wir dich gefragt, wofür du die Batterien brauchst? Nein. Na also, okay. Bring die Kiste zum Unterwassergraben, wirf sie hinein und dann kommen sie hierher zurück. Bis dahin haben wir die Batterien. Ich wollte dich einfach euren Müll im Meer versenken. So etwas würden wir nie tun. Das ist alles ökologisch abbaubar. Illegale Güter versenken. Jetzt werde ich auch noch in kriminelle Machenschaften hineingezogen. Aber gut, wenn wir dann unsere Batterie kriegen, die wir schon gekauft haben für teuer Geld. Oh Mann. Die wir schon haben. So unter Wasser graben. So, Chor wird kriminell. Transportiere die geheimnisvolle Kiste. Unter Wasser graben. Müsst ihr erstmal auf die Quest-Sache gucken. Quest, 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 Quest. Karte. Es ist aber Quenis Unterwassergraben. Aber wo ist der Unterwassergraben? Na, schöne Wurst. Müssen wir auch noch suchen. Transportiere die Geheimnisse auf die offene See und werf sie über Bord. Okay. Einfach nur auf offene See. Das kriegen wir hin. Offene See. Haben wir eigentlich hier. Ich hoffe, dass ich damit Mara nicht verschmutze. Die Frauen sind auf jeden Fall ein wenig unheimlich. Kehre zu Penny zurück und kaufe die Batterien. Okay, jetzt haben wir sie einfach hier. Alles klar. Das reicht schon. Hier vor der Küste einfach ins Wasser schmeißen. Umweltverschmutzung. Sowas hier im Spiel. Ja, die haben gesagt, biologisch abbaubar, aber. Ja, Hauptsache ins Wasser werfen. Wir haben nicht mal gefragt, was da drin ist. Ein paar Uranstäbe ins Wasser werfen. So sieht's aus. Dann möchte ich nichts mit zu tun haben. Ja.
kriminelle Chor. So, ich habe euren scheiß Job gemacht. Jetzt gib mir die Batterien. Ich habe die Kiste entsorgt. Hier sind die Batterien. Vielen Dank. Ich habe nicht in die Kiste reingeschaut. Das hoffen wir. Ich gebe mein Wort. Wir glauben dir. Mach dir keine Sorgen. Wenn wir noch etwas von dir brauchen, lassen wir es dich wissen. Zwei Batterien. Das ist ein neues Rezept. Metallaxt. Okay, ich brauche noch Kupferbahn. Kann ich aber bei Dingens kaufen. Ja gut. Die Axt müssen wir auch noch mal machen. Das ist nicht schlecht. Können wir auch mal verstärken. Okay, hoffen wir mal, dass wir dafür nicht behelligt werden. Dass wir jetzt hier die Kiste ins Wasser geworfen haben. Gut. Zurück zur Schmieden. Ich liebe die Arbeit in der Schmiede. Aber ich wünschte mir, ich würde nicht immer so schmutzig werden. Aber wir haben Kupferbahn. Bringen die zwei Batterien und die Materialien zu Akai, damit sie das Funkgerät aufbessern kann. Ein Kupfergerät muss, Kupfer muss ich auch woanders kaufen oder was? Das funktioniert so nicht, wenn ich das bei dir. Alles klar. Macht Sinn. Dann kaufe ich die Kupferbahn auf dem Markt. Gibt es ja bei ihr nichts zu kaufen. Ja. Hin und her gerenne ich hier in Saman Mara. Das war schon immer so. Solange wir hier in Quilis sind. Eine ganze Quälerei hier in Quilis. Durch die Gegend zu laufen. Willkommen in Quilis. Soll jemand von euch Eisen? Eisen preisen. Du musst das selbst herstellen für die Quest. Wird mir ja hier nicht kommuniziert. Na komm. Eisen hast du keins. Und vielleicht die anderen. Habe ich ja noch nicht runtergeblättert. Okay, die hat nix. Okay, das kriege ich wirklich nur bei der Schmieden. Tja. Das Fischen haben wir jetzt auch erledigt, weil wir ja das gekauft haben. Wir haben ja den Fisch am Markt gekauft. So, es wird schon Nacht, aber... Softlock. Ja, das wär's jetzt. Sieht ja fast so aus. Immer fest hier. Ach so, ja, zum Glück. Das ist der Autospeicher. Wenn ich ausschalte, bin ich wieder. Na, okay, da wäre ich wieder im Zentrum. Stimmt, da gibt es ein bisschen. Ich habe gerade geguckt, wer da auf der Bank sitzt. Ich darf hier nicht einstarten, aber es ist so gemütlich. Ist doch ein Außerirdischer. Jetzt vielleicht müssen wir wirklich mal zum Boot rüber. Ah ja, ist verschlossen. Müssen wir mal schlafen gehen. Ja gut. Müssen wir noch Kupfer kaufen. Oder müssen wir Kupfer selbst machen? Ich verstehe es nicht. Ich habe ja schon Kupfer gekauft. Geld ausgeben. Verschwenden wir ein bisschen Geld. In die Wirtschaft pumpen. Damit ich nicht die 2 Meter zum Boot laufen muss. Ganz genau. Na, und sonst so. Hin und her und hin.
zur Schmiede, zum Markt und zurück. Ja, in One-and-One Game. Wie Jump and One, bloß eben ohne Jump. Obwohl Jumpen kann ich ja auch. Laufburschen-Simulator. Ja gut, kann ich bei dir vielleicht das Zeug kaufen? Kupferbahn. Es wird teuer. Wenn ich die Batterie verkaufe für 216 natürlich, ist natürlich weniger wert. Ich verkaufe ich lieber mal noch nicht. So, mein ganz Hab und Gut. Die Kohle brauche ich noch für die Quest. Harz. Das bringt vielleicht ein bisschen was. Den Eimer brauchen wir noch. Libellen. Tomaten. Bald noch ein paar. Hätte gern Zweier. Sag mir, dass das geklappt hat. Wir haben doch jetzt welche im Inventar. Ja, hat geklappt. Akai. So, sprechen. Akai, ich habe alles dabei, was du für die Reparatur von Saimis Funkgerät brauchst. Toll. Schau, ich habe das Funkgerät nachgebaut und modernisiert. Hier, es gehört dir. Vielleicht kannst du es bei dir zu Hause aufstellen oder so. So, schon fertig. Das ging schnell. Vielen Dank, Akai. Ehrlich gesagt hat es mir das Spaß gemacht. Ich bekomme nicht oft die Möglichkeit, mich bei so einer technologischen Herausforderung zu beweisen. Ich sollte Saimi ihr Funkgerät zurückbringen. Jo. Ach so, ich habe jetzt Saimis und mein eigenes. Sehr toll. Haben wir noch was dazu bekommen? Hat sich doch gelohnt. Hier mal die Wand hochspringen. Abkürzungen nehmen. Saimi, hier ist dein Funkgerät. Es hat jetzt eine große Reichweite. Ich danke dir. War es sehr teuer? Nein, keine Sorge. Die Batterie hat nur auf wahnsinnig viel gekostet. Und was machen wir jetzt? Schau, hier ist ein Funksignal von Donner. Es kommt von einer Insel südlich von hier. Ich weiß nicht, wie es jetzt aussieht, nach dem, was passiert ist. Bitte? Erinnerst du dich an die Blume, die du mir gegeben hast? Es wäre eine gute Idee, wenn du eine Blume wie sie mitnimmst. Gut, jetzt bist du bereit, in See zu stechen. Ach ja, ich habe einen Rucksack für dich angefertigt. Wie schön, vielen Dank, Saimi. Nichts zu danken, mein Kind. Ozeanrucksack. Reise in Richtung Süden. Suche nach Donners Insel. Aber das Boot haben wir noch nicht erweitert. Wir können doch noch nicht. Oder können wir schon? Okay, Karte. Schwarzer Vulkan. Okay, da können wir hin. Und den Rucksack können wir den gerade mal. Können wir gerade mal unseren Schwimmring-Rucksack austauschen? Hier haben wir den Ozean-Rucksack. So muss das. Passt auch viel besser. So, na dann. Ab in den Süden. Ach, was machst du hier wieder? Wie konnte das nur passieren? Unsere Stationen sind perfekt. Stand da schon immer hier? Tja. Lernen wir vielleicht heute noch einen neuen Charakter kennen. So. Im Eiltempo. Ganz schnell an den Strand. Ganz schnell mal hier. Mit dem Boot nach Süden. Ich vermute, ich war da ja schon mal. Das war ja, da haben wir ja schon auf der Vulkaninsel dieses Iglu dort gesehen. Nicht das Iglu, sondern diese Wetterstation oder dieses Wissenschaftslabor. Können wir jetzt rein? Da konnten wir damals nicht rein, als wir dort waren. So, auf nach Süden. Let's go. Haben wir noch genügend Geld für eine Schnellreise? Das können wir doch mal machen. 60.
Sehr gut. Sparen wir uns Zeit. Schwarzer Vulkan. Sparen wir uns wertvolle Spielzeit. Okay. Ich fürchte, da muss ich hin. Wo finden wir die Kollegin jetzt? Können wir hier aufs Dach steigen oder? Jetzt bin ich hier zwischen dem Kaktus festgeklemmt. Kann ich, aber es ist schön auf dem Dach zu sitzen, wo Jaja es mir nicht erlauben würde. Okay. Aber wo finden wir jetzt? Reisen Richtung Süden und suchen nach Dunas Insel. Die habe ich ja gefunden. Und jetzt? Eine Blume müssen wir übergeben. Duna nicht zu Hause. Okay. Tschua. Dann suchen wir die Insel ab. Vielleicht finden wir die Duna doch noch hier irgendwo. Am anderen Ende der Insel. Die ist gerade nicht zu Hause. Aber bestimmt irgendwo unterwegs hier. Oder nicht. Hier war doch auch dieses blaue Kristall, was ich abbauen sollte. Was wir wahrscheinlich nicht können. Seltsamer Kristall. Auch einen besseren Hammer. Ja, ganz genau. Ich mal die Beere nehmen. Sehr schön, haben wir jetzt zwei schon von. So. Ich habe den Namen schon wieder vergessen. Auf jeden Fall hier die Experten. Für die Quest, für die Hauptquest, für die Story. Wo finden wir dich? Die einmal die Insel umrundet. Tja. Auf der Insel bin ich ja schon mal. Eine Robbe, ein Seehund. Joa. Sind wir da hier einmal rum? Bis auf die Spitze des Vulkans steigen oder wie sieht das jetzt aus? Wie ist der Plan? Das Haus ist ja scheinbar nicht. Was wird das Spiel jetzt von uns? Tja, da drüben sieht es ganz gut aus. Also ganz offen steht es jetzt nicht rum, dass man es sofort erkennen kann. Ja. Versuch vielleicht mal ein bisschen höher zu kommen. Vielleicht können wir hier irgendwo. Hier haben wir eine unsichtbare Wand. Hier kommen wir nicht hoch. Okay, hier sind wir jetzt oben. Und weiter kommen wir hier nicht. Ist wieder unsichtbare Wand angesagt. Und Gehänge zwischen den Klippen. Wir können ja einen kleinen Blick erhaschen, das was da drüben ist, aber ich glaube nicht, dass das hier so gewollt ist. Tja. Was läuft bei euch hier drüben?
Habt ihr Dunna gesehen? Bin auf der Suche nach einer Dunna. Zeige ich mich wieder erinnert an den Namen. Tja, niemand zu Hause. Okay. Eigentlich müsste es doch dort sein, hier. Das große Gebäude da dort, das große Haus. Sieht doch verdächtig aus. Prinzipiell wäre ich doch hier nicht falsch. Tja. Also. Auf dem Klo steckt sie nicht. Tja. Gut. Werkstatt. Ich benutze mal ihre Werkstatt. Tja, dann weiß ich gerade auch nicht. Dann mache ich mal eine kleine Aufnahmepause, würde ich sagen. Und schau mal, ob ich da was herausfinde. Aufs Dach steigen müssen wir hier nicht. Ist nicht der Schlüssel zum Erfolg, oder? Doch. Okay, aber auf die Spitze des Vulkans kommen wir nicht. Aber das ist doch ein schönes Bild hier zum Abschluss. Na dann. Da mich nach oben so sich gefallen haben lassen, aber dann neu seid, ich mache eine Aufnahmepause. Mal schauen, wie ich das schneide, ob das jetzt noch ein Part ist oder. Ja, schauen wir mal. Bis dann und ciao.